Gaddo. It's only been a year since the Battle of Sword Valley. How? How did the numbers grow so quickly? Are their numbers too great even for you, Gaddo? Otharon. Medic Sharla, here are your new orders. You and Juju are to ready the evac ships. You will be in charge of the evacuation. But... You must realize the ships can only carry so many. We must stay behind and fight to protect those who remain in Colony 6. I'll be fine. I'll be able to keep my mind on the battle, knowing you're safe. Promise me. Sharla. Promise that you'll meet us outside the colony. Just make sure you get out of here alive. Yeah. I promise. Don't worry. Gaddo, a promise is a promise. And until I see you again, I will protect everyone. No! Let me protect everyone! Sharla! I keep them real safe! Inside my belly! Sharla! Juju! Juju! Where are you? Hey there. Are you all right? The sleeping princess awakes. Had us worried there for a minute. How long have I been out? Huh? How long have I been unconscious? 4 hours, I'd say. I've got to get out of here. Hold up. Mind if we go with you? You're gonna bust into their base, right? We want a piece of them too. Really? Truth be told, we were gonna leave without you. But the thing is, I get roughed up a lot, and we don't know anyone else who can use ether. Thank you both. It's been a while. And it's just... I never imagined I would go back to Colony 6 like this. I'm sorry. Lost myself for a minute. We can get to Colony 6 from the valley where Juju was taken. It's this way. So, endlich dürfen wir auch mal wieder was machen. Eine neue Aufnahmesession mit Valkris und Maru. Hi ho, Leute. Ja. Ich hatte mir eigentlich so ein packendes Intro überlegt, wirklich, aber die Cutscene war so lang, dass ich sie vergessen habe. Toll, aber sie war schön. Sie war schön, ja. Am Carla. Sharla. Sharla. Carla Kolumna. Oh, das ist Ernest. Ernest! Den darfst du wieder hier sprechen, Ernest Dundee. Ich weiß gar nicht, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe, aber mach mal ein Go. Mach mal ein Go. Ihr wart da und dort war nur eine stinknormale Ätherader. Und dann waren da auch noch total viele Monster. Tja, verrückt. Das ist beim letzten Mal nicht passiert. Hört auf mit Meckern. Ihr seid auch gesund und munter da rausgekommen, oder nicht? Sind wir nicht, wir sind da verreckt.
Echt? Ja. Ich weiß nicht. Ein Fehler kann jedem mal passieren. Ja. Ne? Ja. Mir öfter, euch weniger so oft. Aber damit ihr nicht mit leeren Händen ausgeht, gebe ich euch Hände. Hier, eine Belohnung. Der alte Holding, ey. Ein Kalkreif. Wow. Stimmt. Ich glaube, dieses Mal ging er mehr in Richtung Dieter Bohlen, oder? Ja, mei, macht doch nix. Oh. Aha, Tauschpartner eigentlich. Die Tauschpartner. Oh, mit Y kann man tauschen. Stimmt, da war doch was. Ja, da war doch was. Aber er will... Ne, er hat eine Luftflinte. Jetzt kann man dem irgendwas anbieten, oder wie? Oder will er das? Hm. Ich habe keine Ahnung. Geh mal auf die Luftflinte. Und jetzt kannst du ihm irgendwas anbieten, oder wie dafür? Stimmt, aber nur was mehr wert ist. Versuch irgendwas Schwaches. Ist jetzt mal nur ein Versuch, oder? Ja, ich weiß ja nicht, was wir da noch alles brauchen. Ich glaube nur, das mit den Ausrufezeichen brauchte man für Quests, oder? Okay. Da soll ich dann das mir mal geben hier. Böse Schwerkraft. Den Namen hat sich Rain aus den Fingern gesogen. Wild und bösartig. Ich weiß nicht, das hört sich zu gut an, das Item. Okay. Hm. Das können wir versuchen, ja. Okay. Oh, wir hätten das auch sprechen können, ne? Ja, ich hab das eben nicht Alte Kurbel. Aha. Okay, jetzt wissen wir, wie es... und da kriegt man ja Erfahrungspunkte dafür. Zwar nicht viel, aber immerhin. Der hat aber noch was, Der hat noch was, wa? Na, wie läuft's bei euch? Ich red wie ein Troll. Na, jawoll. Nochmal Entschuldigung wegen letzten Mal. Wa? Wa? Und schon lecker Schmecker, unerschöpfliche Ätheradern gefunden? Nicht? Aber ich weiß jetzt, wo eine ist. Oh, diesmal könnt ihr mir glauben. Worum genau geht es denn? Ja, das interessiert mich auch! Tja, der gute Ernest hat sich mal schlau für euch gemacht. Ich weiß jetzt, wo es wieder eine todsichere Todesfalle für euch gibt. Nee, ja, eine Äderader. Was guckt ihr so doof? Jeder macht mal einen Fehler. Wa? Na, was ist? Ihr könnt mir diesmal echt vertrauen. Glaubt mir! Danke, aber wir können uns noch lebhaft an letztes Mal erinnern. Und du sagst, dass wir wirklich vertrauen... Dass wir dir wirklich vertrauen sollen? Ja, jawohl, ja, Logan. Ich hab ja nicht gelogen, ich hab nur einen Ort verwechselt. Wa? Ihr könnt mir vertrauen. Das würden wir nur zu gerne, aber... Na, ihr müsst wissen, ich zwing euch ja zu nichts. Wenn ihr sterben wollt, dann müsst ihr das schon selber tun. Wa? Macht doch, was ihr wollt. Ja, wir nehmen sie einfach mal an. Fein, fein. Ihr seid ja noch dümmer, als ihr aussieht. Das Äthervorkommen ist in der Höhle südöstlich von der Brücke. Die Höhle ist unten beim Wasser. Ihr müsst in den See springen. 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 Aber ihr seid ja nicht aus Zucker, ne? Wa? Ihr seid aus Holz. Wa? Gut, ich kümmere mich darum. Es macht Spaß, die Leute vorzulesen, wie man will. Das macht Spaß. Das macht Freunde. Ja, wo und müssen wir überhaupt hin? Schon den Weg lang. Erstmal. Quark. Aber ehrlich, den Hauptquestmarker sehe ich jetzt auch nicht. Ne? Hm. Und wenn du einen Blick auf die Map wirfst? Auf die Map? Auf die Map. Map. Da bringst du mich gerade auf eine Idee. Die Windhöhle. Wo müssen wir eigentlich hin? In die Windhölle. Ich denk mal hier hoch irgendwo, oder? Nee, warte mal, geh mal nach rechts auf der Map. Da war doch diese komische Brücke. Hier? Da mussten wir rüber, okay. Und dann waren wir, glaube ich, auf der Maguel-Straße, kann das sein? Die Windhöhle war das High-Level-Gebiet, dieser linke Abzweig. Wir sind, glaube ich, rechts lang. Okay. Ah, ich wollte eigentlich dahin reisen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir versuchen einfach jetzt mal, die Hauptquest. Und dann werden wir trotzdem relativ schnell sehen, ob wir dem gewachsen sind vom Level her oder nicht. Jo, auf jeden Fall. Wir werden es jetzt wahrscheinlich auch mehr oder weniger so handhaben, dass wir so lange in der Hauptquest weitermachen,
oder überhaupt mit den Quests direkt weitermachen und nicht leveln, bis wir irgendwo halt wirklich hängen bleiben, ja. Richtig overpowered werden. So, ja. Ach stimmt, das war diese eklige Stelle mit den vielen Mechon. Da konnte man doch mal auch an der Seite ja, wir sind an der Seite nachher vorbeigelatscht, ja, glaube ich. Ich hoffe, ja, dass es der richtige Weg ist, weil ich habe keinen blassen Dunst. Ja, das versuchen wir jetzt einfach mal. Und das war, da unten war der High-Level-Bereich, ne? Genau, genau. Ja, Leute, ihr müsst wissen, zwischen Folge 30 und dieser Folge liegen mehr als eine Woche Pause, aufnahmemäßig, ja, weil wir einfach nicht dazugekommen sind. Die Gruppe konnte ich, glaube ich, noch angreifen, oder? Ja, es ging halt um diesen Speer, der immer hin und her geschwebt ist. Ja, aber ich glaube, der Speer kam erst weiter hinten. Das kann sein, ja. Aber es hat hier massenweise Sammel-Items, ne? Echt? Ja, also links hat es lauter so blühende Kugeln rumliegen. Okay. Ja. Kämpf dich mal wieder warm, ne? Eben ging aber die Kampfmusik spät los. Ja, hab ich mir auch gedacht. Ah, das war eigentlich... Ja, das war von der Seite. Ja, ich hab's dann auch gemerkt. Du kannst diesen Monado-Dinger anmachen, dass du ja, die Leute in der Schale. Mach ich jetzt auch. Wo waren das? Das war, glaube ich, der ganz linke Skill. Schild, Verzauberung. Seite, okay. So, der erste ist gemobst. Der erste ist platt wie ein Flunder. Von hinten. Ach scheiße, ich hab den falschen anvisiert gehabt. Welchen wolltest du denn nehmen? Ach so, du wolltest den großen oder was? Ja. Ich muss sagen, das ist gerade irgendwie... Also ihr kriegt gar keinen Schaden so richtig. Ja, ich meine, die sind ja auch vom Level her ziemlich weit unten. Also ja, gut. Stimmt. Das habe ich außer Acht gelassen. Aber irgendwie habe ich die ganze Akku und das nervt mich ziemlich. Ja. Ja, ich weiß nicht, was Rain gerade angreift, aber du kannst doch mit, was war das, ZR und nach oben kannst ja, du alles auf dein Ziel lenken. Zumindest so wäre es logisch gewesen. Ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen, ob Rain Damage an dem Dinger macht oder nicht. Ich habe nämlich, also... Was mich bei dieser Monado-Technik immer nervt mit dieser Verzauberung. Du siehst nie, wie lange sie aktiv ist, oder? Ja. Ob sie den ganzen Kampf überhält ja, oder ob die irgendwie nach 2 Minuten oder so weg ist. Ja, das stört mich auch. Also das muss ich auch sagen. Oder vielleicht sind wir so blöd, um das zu sehen. Wir könnten ja mal im Skill nachgucken. Da steht ja dran, wie lange er hält. Ja. Aber ich denke, das machen wir dann nächstes Mal beim Skillen. Guck, rechts hat es noch was gehabt. Ja, aber da kommt auch der Speer immer. Ja, ja, auf der Straße aber. Da ist, doch, halt gucken, da ist doch ein Speer gewesen. Nö, das war nicht der Speer. Der Speer war so ein kleines Ding, das irgendwie... Ganz kleines Ding, das total schnell unterwegs ist. Da das Krabbelfisch hinter denen, siehst du das? Das? Genau, das ist knapp oberhalb von denen. Das ist der Speer. Das könnte ich doch eigentlich abfangen. Das rennt einfach weg, ach, wenn ihr das drauf Scheiße, zuläuft. Guck mal. Ja, ja. Halt dich mal komplett links, das hat letztes Mal auch geklappt. Na, guck mal, da vorne sind auch wieder welche. Ja. Ah, okay. Das geht doch. Ja. Irgendwie habe ich Angst. Außerdem bin ich jetzt mal total heiß drauf, was nachher in Kolonie 6 abgeht. Die Story nimmt jetzt nämlich gerade ziemlich Fahrt auf und ja, es wird irgendwie auch mehr oder minder emotional. Zumindest in Charlas Richtung. Quark. Ja, aber Handlungsnotiz könnte man immerhin mal. Jo. Kolonie 6 liegt am Ende des... der Maguel-Straße, die an den Kasharpa-Fällen vorbeiführt. Geh nach Kolonie 6, um Chuchu zu retten. Okay, das ist der Wasserfall. Die Fälle, oder wie die... Ja, jetzt... Oder? Ich versuche mich gerade auch wieder zu orientieren. Weil hier muss ja irgendwo das Kampfgebiet sein. Da rein müssen wir auf jeden Fall... Ah, okay, da müssen wir lang. Ah, okay, hier. Straße. Jo. Oder Brücke. Aber ich würde an deiner Stelle jetzt auch nicht ins Wasser springen. Ich habe da so ein ekliges... Siehst du diese komischen Fische da? Die könnte man packen. Oh, aber Quarkies. Da war ein Quarki? Da war ein dicker Quarki. Hallo Quarki! Große Umkor, nicht dicker.
Pull den doch auf Distanz. Nee, nee, nee. Ah. Bam. Ah, nein, er hat sich gerade umgedreht, dieser blöde Pinner. Ah, das geht doch. Ach, einfach mal Schild, ne? Nur besser als gar nichts. Ich überlege gerade, ich glaube, die andere helle Dolchattacke da, die ganz rechts, die war auch so. Ja, von der Seite macht die den Gegner langsam, okay. Da ist noch so ein Fisch dabei. Oh, das war auch wieder. Eigentlich hätte ich es von hinten machen. Ja, ich mach's von hinten. Ja, ja. Von hinten, immer von hinten. Ja, gut. Das aber rein theoretisch müssten die Truhen doch wegtreiben, oder? Ja, eigentlich schon. Mir fällt gerade was ein. Dass Schala sich ausziehen muss, weil sie nass ist. Abgesehen vom Wet-T-Shirt-Contest. Nee, wir könnten vielleicht mal im Collecticon nachgucken. Das würde mich echt mal interessieren. Okay. Allein schon, weil ein gewisser, ja, Abonnent uns darauf angeschrieben hat, dass man darüber gut Items bekommen kann. Du meinst Tamagotchi? Nein, Gotchi. Gotchi. Danke an dieser Stelle für die netten und lieb gemeinten Kommentare. Also, Collecticon. Ja, bloß weiß ich nicht, wo das ist. Rechts rüber? Ich war gerade von der Libelle da abge... Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Informationen-Mission? Ja, das mit Informationen-Mission hätte ich gedacht, wäre es vielleicht. So, Harmoniediagramm, Trophäen. Nee, das ist nicht. Nee, da gibt's auch kein Obermenü. Such hier. Mal kurz. Talentbäume, Techniken. Naja. Collecticon! Ach, du hast es gefunden. Ich wollte jetzt eigentlich schon die Anleitung rauspacken. Ich hab's gefunden. Na. So, und jetzt was braucht man? Oder was kriegt man wo? Scharfe Pinktoffel. Registrieren. Ah. Du. Kategorie. Ach, so funktioniert ein das. Ein Radledertop. Wow. Kann man dann alles... Ja, was ich halt hab wahrscheinlich. Lähmung 2. Cool. Das, Ey, das ist ja voll cool. Da habe ich wahrscheinlich noch nicht alle, ne? Wenn das... Ja, das, ich würde das einfach probieren, die du machen kannst, auszufüllen. Dann kriegst du ja mit was. Nee, die habe ich noch nicht alle. Das wow. Ist ja voll cool. Ich weiß halt nicht, ob du das wirklich alles random reinsetzen kannst oder ob du es nachher nochmal brauchst. Ist ja wurscht. Jo. Da hast du noch eine zweite Seite, da hast du nichts von. Habe ich nichts, nee. Aber das war jetzt direkt die dritte Seite, die offen war. Das heißt, du kannst auf der ersten Seite vielleicht auch noch was rausholen. Das war Kolini 9. Das heißt, das Zeug ist auch nach Gebiet geordnet. Ja. Wow, Tempo 3. Ja. Ey, das ist ja mal fett. Agilität plus 2. Das ist cool. Giftschutz 3. Okay, das ist vielleicht nicht so mega. Das hätte wahrscheinlich gegen die Spinnen einiges gebracht, oder? Ja, ja. Sie denkt nachher, Regners Stulpen. Ich mache hier jetzt einfach mal, weil Jojo. Ich denke, dafür sind ja die Sammel-Items gedacht, ne? Wow, 100 Pearls. Stärke hoch. Wow, das ist auch geil. Das kriegt unser schöner Rain. Jetzt haben wir noch Seite. Was ist da noch bekommen? Weil ich die komplette Seite. Komplett habe ich hier die Kohlenramme bekommen. Okay. Wir können, glaube ich, gleich richtig fett equippen, oder? Ja, denke ich auch mal. Giftschutz 3 war das. Wieder was komplett. Max KP hoch. Oh, das ist gut für Rain. Ja. Oder für Schalk, je nachdem. Oder, ich weiß nicht. So schlecht, wie Rain die Akku hält. Ja, das stört mich echt. So, und das kriegt man. Max Angriff. Auch nicht schlecht. So, was kommt noch? Min-Angriff. Ah, ja. Das ja, klar. Ist beim Gegner, oder was? Nee. Die Waffen haben einen minimalen Schadenswert und einen maximalen. Wenn du den minimalen Schaden erhöhst, erhöhst du ja trotzdem den Durchschnittsschaden der Waffe. Weißt du, was ich meine? Weil der Schaden ja immer schwankt. Ja, klar.